Ich glaube sogar nicht. Habe ich wieder. Nein, die Pfeile sind verschwunden, verdammt. Ich hab's nicht. Ah, doch. Nee. Ich hab zwei Pfeile. Zwei Pfeile. Ah, da hast du die bei deinem. Yep. Ja, alles klar. Ich mache uns noch einen Trophäenständer eben. Einfach aus Prinzip. Dann können wir die endlich aufbewahren und nicht rumliegen lassen. Warum drücke ich immer Q? So. Stück noch. Noch mehr Stücker. Am meisten Stücker. Gut, wollen wir ein bisschen erkunden gehen? Oder willst du weiter bauen? Na, erkunden, da kommen ja nur die Menschen und. Nein, die, wenn du es nicht eingestellt hast, dann können die Strukturen nicht zerstört werden, die wir bauen. Ich glaube, Ja, ich habe keinen Bock, jetzt in der Wildnis zu sterben. Das ist. Aber. Du bist doch nicht einmal gestorben und du musst eigentlich sogar einmal sterben in dem Spiel. Von daher. Sehe ich nicht so. Doch, dann bist du in eine Höhle gebracht und dann. Dient das so als Tutorial, hey, es gibt Höhlen, wo interessante Sachen sind. Da müsstest du, glaube ich, auch die Karte kriegen. Ja. Bei mir passiert dieses Event nicht, aber bei dir vermutlich dann schon. Ich baue jetzt hier noch ein bisschen einen Zaun. Ich denke, den Zaun hier erstmal fertig zu kriegen, ist eine gute Sache. Und dann. Dann können wir gerne erkunden gehen. Ja, der Zaun ist übrigens absolut sinnlos. Nur so nebenbei. Ich denke, der hält die Leute ein bisschen. Nein, dafür gibt's Palisaden, solche richtig üblen Stammdinger. Der Zaun ist einfach nur da, damit du sagen kannst, das ist mein Land. Verschwindet. Ah, okay. Oder ich schieße. Also es ist komplett sinnlos. Aber es sieht hübsch aus. Lassen Sie jetzt erstmal den Anfangszaun bauen, weil. Weil Baum. Ich meine, ich habe mich jetzt auch nicht beschwert. Ich meine nur, es ist eigentlich sinnlos, aber wenn du es bauen willst, von mir aus. Sieht hübsch aus. Vielleicht tun wir dann bei der Erkundung auch ein bisschen Medizin. Nicht mehr da auch nehmen. Ja, davon ist auszugehen. Spätestens wenn wir in Höhlen kommen. Ach, in Höhlen wollen wir heute noch. Ja, das ist das Spiel. Das spielt zu 90% in Höhlen. Willst du das Spiel heute schon durchspielen oder was? Das schaffen wir nicht. Also was die Taucherausrüstung brauchen wir halt einfach später dann. Also theoretisch kann man. Ich glaube, theoretisch kann man sofort in der. Kann man das Spiel in 10 Minuten durchspielen, indem man irgendwie. Nein, kann man nicht. Du brauchst erstmal bestimmte Key-Items, um da überhaupt weiterzukommen. Ich habe mal gehört, man kann direkt in die Schlucht springen und den Timmy retten gehen oder so. Nein, kann man nicht. Nicht? Nein. Schade. Aber ich weiß, dass es ein Achievement gibt, zumindest bei dem man. Wenn man Timmy 100 Stunden irgendwie nicht gerettet hat, dass man dann. Und ein schlechter Vater-Achievement kriegt. Ja. Und ist nicht mein Kind. Ich habe zwar ein Bild davon in meinem Buch, aber
betrifft mich nicht. Aber du kriegst auch das Achievement. Ja klar. Er ist trotzdem nicht mein Kind. Was es umso seltsamer macht. Ja. So, Zaun bauen. Die Büsche hier haben auch jeweils einen Stock. Ja. So, dann hätten wir das erste Stück Zaun fertig. Ja. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal um. Du hast nichts dagegen. Ich habe eben noch ein bisschen Essen, falls du brauchst. Nur ein kleines bisschen. Ja, dann. Du stehst im Weg. Ich kann ja was zu essen hinlegen. Dann leg mal hin. Ich brenne wieder. Brenn nur nicht die Hütte an. So, sehr schön. Noch was trinken. Dann können wir los. Nochmal safen hier. Sehr schön. Und auf geht's. Ich trinke noch einmal kurz. So. Ach ne, Quatsch, ich habe doch Unmengen Soda. Unmengen, also ich habe 3 Soda und 3 Schokoriegel habe ich irgendwie auch. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sodas und 0 Schokoriegel, dafür 2 Pillen. Oh, ich habe Alkohol. Den habe ich vorhin ausgesoffen. Ja, das ich habe 3 Schokoriegel, von denen ich nichts wusste. Ich habe einen Molotow-Cocktail. Ich habe Walkie-Talkie. Das haben wir immer. Mayday, Mayday. Ja, gut, geh du voran. Ich würde nicht zu viel sprinten, das verbraucht Essen. Und lass uns mal in die andere Richtung gehen, nicht Richtung Dorf, sondern... Das hier ist nicht Richtung Dorf. Okay, dann geh du mal voran. Okay. Orientierung ist null bei dir, oder? Yep. Willst du sagen. Durch. In die andere Richtung vom Dorf. Da, wo das Dorf nicht ist. Ich muss auch mal eben checken, wo wir die Map herkriegen. Hier irgendwas das wäre nämlich ganz gern mein erstes Ziel. Ich habe gerade mal eine Waldbank aufgestellt. Warum? Kann man sich hinsetzen, wenn man auf dem Weg ist. Da braucht man mal Holz, dann braucht man aber Baum für. 3 Baumstämme. So, Map Location. Wo haben wir sie denn? Zwei Baumstämme. Einfach mal ein paar. Ah, okay, wir müssen ins Dorf. Warte, ich mache hier gerade noch Dorf und Höhle. Ich mache hier mal gerade mal Moment, habe ich nicht die. Oh ja, ich habe doch die bessere Axt schon. Warum habe ich die noch nicht upgradet? Ich benutze auch die alte Axt noch aus Gewohnheit. Ah ja, weil ich keinen Baumsaft habe.
Ich baue mal kurz die Bank fertig. Ja, das ist Damage. Oh, hier kann man sitzen. Na komm, Molly, setz dich zu mir. Ich baue hier kurz deine Bank fertig. Moment. Du brauchst nur zwei Stämme dafür. Ist nicht schwer. Ja, ich weiß. Ich habe gerade einen Baum gefällt dafür. Also einmal ins Hauptdorf. Na komm, setz dich, Molly. Nein. Wir sehen, wie das aussieht. Das geht zu zweit. Ich habe Harz. Kann mal. Wo läufst du hin? Wie gesagt, wir müssen ins Hauptdorf. Es ist doch ins Dorf, so ein Mist. Ja, wir müssen in die Höhle dort. Oh, ich hab ja sogar. Warte, ich hol mir gerade ein bisschen Essen. Wir sollten auf jeden Fall Stöcke mitnehmen für provisorische Lager und anderes Zeug. Stöcke sind wichtig. Die gibt's hier überall. Ja, ich weiß, wir sollten es nur nicht vergessen. Ich hätte ein bisschen Fleisch mit im Inventar, falls war. Fleisch wird, glaube ich, nicht nötig sein. Sollten wir das irgendwo ein Feuer aufbauen? Sonst Zeug für ein das, Feuer mitnehmen. Das nehmen wir auf dem Weg mit, weil könnte auch relevant werden. Und die Koffer, wenn sie wieder respawned sind, sollten wir auch mal eben looten, weil wir könnten. Also, ich bin schon am Dorf. Ja, ich bin auch gleich da. Ich sammle gerade noch Stöcke hier neben. Okay, ich bin voll mit Stöcken. Da bist du. Cloth ist wieder mehr da. Okay. Lass mich diesmal auch ein bisschen looten. Auch Medizin. Wenn du irgendwo Medizin siehst, lass mich looten. Ah, Seil ist da wieder. Nice. Wo ist denn der... Modi. Was? Wenn du Medizin siehst, lass mich looten. Ich lass dich Medizin looten, keine Sorge. Scheiß Echse. So, wir müssen jetzt erstmal den Weg nach unten finden. Okay, Riegel habe ich, glaube ich, gefunden. Ja, Riegel. Medizin habe ich noch keine. Wozu braucht man Batterien? Später. Medizin gab es hier noch keine. Ab und zu mal, aber nicht viel. Wo ist denn der scheiß Eingang? Ich habe hier einen Laptop gefunden und habe da die... Ich habe eine Circuit Board. Was auch immer. Ja, brauchen wir irgendwann später. Das ist explosiv, damit kannst du was. Hä, oder ist das hier nicht das Hauptdorf? Ich weiß nicht. Oh, Medizin. Sehr praktisch. Blech mal nehmen. Ich glaube, hier sind Bienen. Mist. On the side of a lake. Okay, es muss das hier sein, weil ich habe den kleinen See ja gesehen. Und ich habe dreimal Flair. Was zum Henker. Den Rapper? Das sind so kleine Sticks. Mann, ja. Ja, das sind Leuchtfackeln. Okay. Wozu? Damit du Dinge anleuchten kannst. In Höhlen. Checken, wie tief was ist und so weiter. Oh, ich habe Batterien. Ich habe jetzt zwei Batterien. Das ist schön für dich. Falls wir die mal irgendwo für brauchen. Wo bist du jetzt lang? Ach, da hinten. Ich muss gerade mal gucken. Irgendwo hier müsste ein kleiner See sein. Aha, hier ist der Weg.
54 Klamotten habe ich jetzt. Und hier. Da ist das Hauptdorf gefunden. Also falls du Kleidung brauchst, ich habe hier. Habe ich mehr als genug. Die ist für Rüstung wichtig und für andere Dinge. Ich habe jetzt 58 Klauf. Das ist nice. 59, 60. So, eine ich Rüstung, hab Koffer hier. Eine Rüstung habe ich noch gar nicht gemacht. Ich habe Wechselklamotten. Ich habe ein Holzfällerhemd. Nice. Gib her. Wechselklamotten und ich habe, glaube ich, irgendwas anderes. Was trage ich gerade? Kann ich gerade nicht sehen. Oh, ein Shirt und Beige Cargo Pants habe ich hier. Nice. Das sieht nicht nach. Du trägst gerade so eine Schuluniform, so eine. Siehst aus wie ein Schüler irgendwie. Was trage ich gerade? Sehr nice. Ich bin hier schon sehr lange gestrandet. Ich hoffe, ich habe noch den bärtigen Charakter. Ich habe hier Dark Grey Hoodie und Black Jeans. Ja. Ich habe ein Timmy-Bild gefunden und ich bin rot. Modi, wie sehe ich aus? Cool. Bin ich rot? Nein, du hast ein. Scheiße, hat die Farbe nicht funktioniert. Warum hat die Farbe nicht funktioniert? Ein Bild von Timmy. Ach, scheiße, weil es regnet. Du wolltest dich rot einfärben. Ja, damit wir nicht angegriffen werden. Gut, das hat wohl nicht geklappt. Nö. Noch mehr Klamotten. Oh, der Hoodie ist gut. Oh, da sind zwei Jungs. Hey. Na? Wie geht's den Herren? Ah, sehr gut, wie ich sehe. Hey. Es ist, glaube ich, nachts. Wir müssen uns irgendwo schlafen legen. Falls wir die Möglichkeit dazu haben. Oh, dann die zwei fick ich noch. Gibt's hier irgendwo ein Bett, wo wir uns reinlegen können, oder? Ja, die Hütte, die wir in der Nähe gebaut haben. Du weißt schon, das mit dem Feuer? Wo wir schlafen können? Ist das in der Nähe? Ich habe hier nur Orientierung. Wieso wolltest du ein Open-World-Survival-Spiel spielen nochmal? Ich habe keine Ahnung. Was war der Grund, warum du The Forest vorgeschlagen hast? Du hast eine Orientierung und ein Erinnerungsvermögen von einem Stein. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich laufe gerade zurück in Richtung des Dings, was dort... Das du meinst die Hütte, die du die letzten paar Stunden aufgebaut hast? Möglicherweise steht mir gerade der Zaun im Weg. Oder musst du schon ins Heim? Bei dieser. Ich bin mir nicht sicher. Diesem Erinnerungsvermögen. Könnte sein. Also scheinbar friere ich gerade. Nein, es ist nur. Es ist nur nass und du bist kalt. Oh, scheiße. Also mir geht's gut. Ich esse ein bisschen verbranntes Fleisch. Mir geht's nicht gut. Mach mal eben das Feuer an. Ey. Medizin habe ich irgendwie auch nicht mehr drin. Wo ist die Hütte? Ich habe die Hütte nicht mehr. Das ist nicht mein Problem, wenn du die Hütte nicht findest. Die du die letzten paar Stunden gebaut hast, halbwegs alleine. Ich hab sie hier gleich. Trink mal eine Soda, zieh mir mal ein paar Pillen rein. Und ich habe schon wieder keine Medizin, meine Fresse. Was ist denn hier mal los? Können wir vielleicht mal schlafen? Ja, ich kann. Warte, ich denke mal. Ich muss gerade noch was aufs Feuer legen. Du brennst. Ich weiß. Ich lege gerade noch was aufs Feuer, damit es morgen fertig ist. Ich was zum Essen habe. So, jetzt lass uns schlafen. Ja. Ich würde aber wirklich gerne mal ausprobieren, ob du trotzdem in die Höhle kommst, wenn du alles Leben verlierst. Wollen wir das mal checken? Das würde ich nicht gerne. Nein, kann ich nicht. Nee, das wäre ein Shortcut. Nein. Speicher mal eben zwischen, dann können wir laden wieder im Zweifel. Bin ich dagegen. Kannst du hier sterben. Alles klar, okay, ich bring dich um. Modi, du Arsch. Speicher jetzt endlich, dann probieren wir es mal aus. Nein, Modi!
Warum? Du hast doch nicht mal was dabei, was du verlieren könntest. Ich habe alles dabei. Du bist der Host. Ich hab ein upgradetes Speer. Ich hab den crafteten Bogen. Beim ersten Mal wirst du in eine Höhle geschleppt normalerweise und verlierst dein Zeug nicht. Ich wette mit dir, dass du durch den Bach alles verliere. Okay, können wir gern wetten. Ich pass auf deinen Rucksack auf. Wehe dir, wenn ich jetzt alles verliere. Und nicht nur eins, wenn ich das Inventar... Nee, Mordi. Alles klar, 15 Euro Steam-Guthaben kriegst du. Nur bei meiner Leiche, Mordi. Alles klar. Verdammt, der bringt mich jetzt wirklich um. Ja. Ich wissen will, ob das geht. Ich kann dich auch wiederbeleben. Du weißt es doch. Na wehe, Mordi. Wehe, Mordi. Jetzt fehlt irgendwas aus meinem Inventar. Wir sehen es gleich. Ich meine, ich weiß, wenn ich sterbe, dann lande ich nicht in dieser Höhle. Ansonsten hätten wir das ganze Zeug schon. Du bist auch gleich tot. Vermutlich. Komm du mir her. Ich hab da noch so ein Ding namens Bogen. Ich auch, aber ich habe keine Pfeile. Mordi, du Sack. Wie viel Leben hast denn du noch? Nicht mehr allzu viel. Oh lol. Jetzt fehlt irgendwas aus meinem Inventar. Alles klar, ich lass mal eben die Zeit ablaufen. Also ich werde dich jetzt nicht reviven und dann sehen wir, was passiert. Okay, ich habe jetzt hier einen Day Survive 4. Okay. Oh, ich bin jetzt am Flugzeug. Mein Inventar ist leer. Mein Flugzeug ist leer. Du hast auch keinen Rucksack hinterlassen. Ach doch, Moment, hier. Logischerweise. Mordi. Das ist ja nur du. Mordi. Wir mussten das jetzt mal ausprobieren. Dann wissen wir, dass du denselben Bug Mordi, hast. Mordi, du hast mein Inventar. Du hast mein Inventar, oder? Nein, dein Inventar müsste hier liegen. Du müsstest einen Totenkopf angezeigt kriegen. Ich hab nix. Siehst du einen Totenkopf angezeigt? Mein Inventar ist leer. Alles, was mir meine Waffe und so... Siehst du einen Totenkopf auf deinem Overlay angezeigt? Ja. Dann komm her und dann hol dein Zeug wieder. Wehe, Mordi. Das ist dann genau dasselbe wie ich. Dann wissen wir es wenigstens. Dass wir besser nicht draufgehen, weil sonst... Ich bin hungrig. Ich kann nicht... Verpackt. Ich hab hier nichts. Ich kann nicht mehr kommen. Ich bin hier gleich nochmal tot. Ich komme kurz rüber. Moment. Mordi, wehe, mein Inventar ist weg. Mein Inventar ist nicht weg. Ich bin schon dreimal gestorben und hatte dieselbe Situation. Können wir das Spiel gleich beenden? Warte, ich suche hier noch irgendwas zum Essen. Toll, ich habe einen Stein. Irgendwas in den Koffern muss doch sein. Neben Flugzeug war doch irgendwas. Das respawnt doch hoffentlich. Es müsste nach einer Weile. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt schon so ist. Ich bin tot. Trinken. Ja, Fallschaden in diesem Spiel ist ja insane! What the fuck? Irgendwas zu essen hier. Ich habe natürlich nichts zu essen. Meine Fresse. Aber ich krieg zumindest die Axt wieder diesmal. Das ist doch schon mal was. Sag mir, dass mein Zeug noch da ist. Bei mir ist auch Medizin und Leben hier. Also dein Zeug müsste alles da sein. Den Totenkopf kriegst du noch angezeigt, oder? Wehe, wenn nicht. Das müsste alles neben der Hütte liegen. Ist das Let's Play jetzt sofort vorbei? Ja, können wir. Das ist halt super nervig, weil das sind eigentlich Grundfunktionen von dem Spiel. Aber du wolltest mich umbringen, ne? Es ist Mordi, ja, weil wir checken mussten, ob das trotzdem funktioniert. Ja, armer Arsch, Alter. Es ist so, ich muss das raus... Fick die Feststelltaste. Meine Fresse. Ah, die Feststelltaste, die gute alte. Hi, Mordi. Anwesend, ich hab mein Zeug wieder. Ich nicht. Ja, dann geh zur Hütte, die ist da hinten. Ich bin gerade dabei zu verhungern, also... Ich kann nicht rennen, also das ist ein Im bisschen Im Flugzeug blöd. War doch mehr als genug Essen, du hast dich nur nicht umgeguckt. Ich hab nichts gefunden. Hinten drin. Da waren 30 Tablets voll. Ich bin nämlich voll wieder. Nachdem ich da hinten gespawnt bin. Oh, hey. Ich habe auch nur Energie, wenn mich irgendwas angreift und ich wieder tot.
Dann geh du zur Hütte, ich jage in der Zeit ein bisschen. Ich schleich mal zur Hütte gerade. Besorg schon mal ein bisschen Essen. Ich hab Essen dabei. Ich hab meinen Koffer, ich hab meinen Rucksack zurück. Sehr ja, schön. Wie gesagt, jetzt wissen wir zumindest, okay. Die Grundfunktionen von The Forest funktionieren nicht mehr bei uns. Cool. Sehr schön. Das ist immerhin auch eine Erkenntnis, die wir haben. Ey. Also wir sollten in einem Survival-Spiel versuchen zu überleben. Das ja, aber wie gesagt, normalerweise hättest gelernt. Du jetzt... Hast du vielleicht ein bisschen Medizin für mich? Hast du ein Tablett mitgenommen? Medizin... Tablett habe ich tatsächlich, genau das. Deswegen, ja, Medizin habe ich hier. Moment, komm mal her. Das Trinkbecken ist abgebaut worden, hier, oder? Hier, bitte. Ja, das hast tatsächlich du in deiner Sterbeanimation irgendwie umgehauen. Kannst du ein neues bauen, weil... Ich habe keinen Schildkrötenpanzer, aber den können wir gerade mal besorgen. Okay. Medizin. Übrigens, dein Charakter-Model hat sich verändert. Du hast jetzt eine Glatze. Okay. Sehe ich komplett nicht. Aber die Kleidung ist weg, Modi. Die Kleidung ist weg. Ja, gut, die findest du in den Koffern wieder. Was das ist nicht Kleidung, tragisch. Was für eine Kleidung trage ich jetzt gerade? Default. Also das Standardzeug. Irgendwie ein Armee, sieht aus wie ein Armeezeugs, Oberteil und eine orangene Hose. Achtung, wir haben hier Besuch, Modi. Moment, ich komme. Ist abgehauen. Oh, Harz. Mehr Damage. Oh lol, hier sind wir. Also ich bin am Camp. Ja, und ich bin gerade runter zum Strand gegangen. War glaube ich ein Fehler. Ich glaube nicht, dass ich da wieder hochkomme, aber... Ich habe hier gerade meine Fackel errichtet. Ich bin hier gerade angegriffen. Ich komme. Ich habe eine Leiche aufs Feuer gelegt. Ah. Hier draußen ist einer, Modi. Ah, lol. Moment. Na toll, der hat mir aber ganz schön Schaden gemacht. Ich hab keine Heilung. Okay, ey. Ich glaube, der hat einen Zahn verloren. Ja, nimm mal den Zahn mit, damit kannst du Waffen upgraden. Hab ich den mitgenommen? Ich glaube nicht. Ah, doch. Tooth. Kann man dem... Oh, Leute. Damage spielt... Ach, da kann ich die Waffe erhöhen. Okay. Kann ich nicht. Doch, mit, dann... mit Baumharz. Zusammen. Wobei krieg ich... Ah, Baumharz ist das hier, glaube ich. Ja. Ja. Sehr schön. Und wir haben Arme und Beine. Mein Totenschädelding ist stärker. Ja, gut, ich mach meine Steinaxt einfach viel stärker. Ich weiß nicht, was das gemacht hat, aber. Sie ist stärker. Du machst mehr Schaden. Das bringen Waffen-Upgrades. Hättest du auch mit Federn Speed erhöhen können. Und ich glaube mit Alkohol nochmal blocken.
Oh, ich kann kannst ein IKEA-Regal bauen. Nice. In die Putze rein. Da brauchen wir 8 Stämme für. Zum Glück haben wir draußen welche stehen. Ich fäll dann mal einen Baum. Wir haben noch hier genügend Bäume auf Lager. Aber nicht 8 Stück. Doch, bestimmt. Ich nehme einfach mal einen mit aus Prinzip. Außerdem brauche ich Harz. So, Regal ist fertig. Ah, da können wir jetzt Büchsen da ran. Ah, da kannst du jetzt auch Sachen, Getränke abstellen für mich. Sehr schön. Dann mache ich das mal eben, Moment. Die Getränke kann man da essen, glaube ich nicht, aber... Pillen auch. Ah, das ist sehr gut. Die brauche ich. Pille 1, 2, Getränke... Könntest du mal aufhören, alles mitzunehmen? Oh, den Alkohol nehme ich wieder. Sehr schön, die Heilung brauche ich. Die Molotovs, die nehme ich mit. Ich kann auch ein bisschen Getränke dazu packen. So. Oh, ich habe einen Vogel. Mordi? Ja, das ist der mehr oder weniger, ich bin gerade... Der Hausvogel. Der AFK-Vogel, ja, oder was? Es ist der AFK-Vogel, ja. Ah, okay. Kann ich noch was aus dem Brunnen machen? Aus was? Aus den Knochen? Bone Arrows kann ich machen. Ja. Armor kann ich machen. Ah, okay. Ja, das kann ich machen. Ich würde dir eher Rüstung empfehlen, wenn wir genug haben. Das ist Armor, oder? Ja. 3 Stoff. Und 6 Knochen. Ah, verdammt. Hast du ein paar Knochen für mich? Ich mach gerade welche. Mir fehlen, glaube ich, ein paar Knochen. Ja, wie gesagt, ich mach gerade welche. Wir haben noch einen Torso und einen kompletten Menschen hier drin liegen. Ich brauche genau 2 Knochen. Genau 2 Knochen fehlen mir. Ja, wie gesagt, ich mach gerade. Ich habe einen Vogel getötet. Ich habe eine Feder. Das ist gut. Ja, die Federn fliegen dann so nach oben. Ist hier wieder jemand? Nee, ich habe die Feder ja, nicht. Hinten. Hallo? Hier brennt was drin. Oh Gott. Ja, ich bring Besuch mit. Ich habe wenig Leben. Hi. Ich auch. Ich nicht, aber ich habe nichts ausgerüstet. Nicht vorbereitet. Fuck it, Flugzeug ist in der Nähe. Wir sollten versuchen, nicht zu sterben. Ich bin tot. Moment, nein, ich bin nicht tot. Dann bist du nicht. Ich hab aber Schwarz-Weiß-Bild. Ja, aber da kommen andere Leute. Komm schon. Und hier gibt's Knochen. Die ich sammle mal Knochen ein. Mach mal Feuer. Ich bin tot. Oder? Ja, ich bin tot. Wenn du willst, darfst du mich gern wiederbeleben kommen. Ja, warte, ich mach mir gerade eine Rüstung, weil sonst bin ich hier. Und wenn das Flugzeug ist in der Nähe, wir kennen doch jetzt den Weg. Wird halt gestorben. Was genau habe ich jetzt hier gerade gemacht? Ist egal, ich hab kaum noch Zeit, komm. Ja, wo bist du denn? Du müsstest mich sehen. Da steht einer neben dir. Ist doch egal, dann hau ihn weg. Hau ihn selbst weg. Nein.
Offensichtlich nicht. Brauchst du wieder Heilung? Ja. Meine Fresse. Du hast Waffen, schlag doch zu, der ist fast down. Nee, ich schlag hier gerade zu. Hab gerade einen getötet. Warte, ich komme, ich kann nicht rennen. Meine Fresse. Danke. Wo ist der Typ, den ich gerade umgebracht habe? Ich weiß nicht. Müsste irgendwo eine Leiche rumliegen. Find die mal, bring sie auf den, aufs Feuer. Hier müsste irgendwo eine Leiche rumliegen. What the fuck? Ja. Ich habe hier irgendwo einen umgebracht. Hier ungefähr in dem Gebiet, wo ich gerade stehe. Der ist despawned wahrscheinlich. Die despawnen nicht. Wird unter die Map gefallen sein oder sowas. Okay, das ist schlecht. Warum? Vielleicht hätte man grünen können. Geh kurz ins Dorf und dann hol neue. Mach selber. Von mir aus?